Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem neuen Thema. Es geht dieses Mal um Highspeed Sync. Mein Name ist Rüdiger Schestag. Ich habe mich mit dem Thema Highspeed Sync näher beschäftigt, weil die Arbeit mit Blitzgeräten teilweise beschränkt ist, nämlich ganz einfach darauf beschränkt, dass man aufpassen muss, dass man bei Kameras mit Schlitzverschluss nicht mit kürzeren Belichtungszeiten arbeiten kann als die sogenannte Synchronzeit. Ganz kurz zur Wiederholung, das Problem ist, dass der Schlitzverschluss bis zu einer bestimmten Belichtungszeit, das ist in der Regel die 200stel oder 250stel Sekunde, ganz aufmacht beim Belichten. Bei allen kürzeren Belichtungszeiten läuft ein Schlitz über das Bild und wenn Sie dann blitzen, haben Sie das Problem, dass ein Teil des Bildes durch die Lamelle des Verschlusses abgedunkelt oder vignettiert wird. Wir haben also einen schwarzen Streifen im Bild, wenn wir mit Belichtungszeiten arbeiten, die kürzer als die Synchronzeit sind. Dieses Problem gibt es grundsätzlich nicht bei Kameras mit Zentralverschluss, wie sie zum Beispiel die teureren Mittelformatkameras besitzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wozu braucht man überhaupt kurze Belichtungszeiten beim Blitzen? Es gibt im Prinzip zwei Anwendungen und eine davon möchte ich heute beleuchten. Die erste Anwendung wäre, dass man eben schnelle Aufnahmen im Studio machen möchte, wie zum Beispiel Wasser, das spritzt, oder vorbeifliegende Gegenstände, wo man ultrakurze Belichtungszeiten braucht. Das ist ein anderes Thema. Heute geht es um das Thema Outdoor. Wenn ich also draußen fotografieren möchte und ich habe helles Licht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal mit sehr kleiner Blendenöffnung arbeiten, um auf normale Belichtungszeiten zu kommen, um eben blitzen zu können. Blitzen in dem Fall eben zum Aufhellen. Wenn ich gegen den Sonnenuntergang fotografiere, muss ich ja von vorne eventuell aufhellen. Das kann ich mit einem Reflektor machen. Wenn ich aber blitzen möchte, muss ich dafür sorgen, dass der Blitz auch richtig belichtet. Und dann muss ich mich genau um dieses Thema kümmern. Also entweder lange Belichtungszeiten, vielleicht eine Hundertstel, Zweihundertstel Sekunde und kleine Blenden. Wenn ich aber jetzt mit großen Blendenöffnungen arbeiten möchte, um wenig Schärfentiefe zu bekommen, um mit der Schärfe und Unschärfe zu spielen, muss ich die Blende aufmachen. Dadurch wird das Bild sehr hell und ich muss entsprechend kürzer belichten. Und dann komme ich eben auf Belichtungszeiten, die kürzer sind als die Synchronzeit. Was kann ich jetzt tun? Ich könnte einen Neutraldichtefilter verwenden, aber die sind in der Regel auch 2, maximal 4 Blenden. Eine andere Möglichkeit ist eben, Blitzgeräte zu verwenden, die mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten können, mit einer 1000stel, 2000stel, 4000stel Sekunde. Diese Blitzgeräte müssen in der Lage sein, in einen Highspeed-Modus zu gehen. Das bedeutet, die Abbrenndauer des Blitzes wird so verlängert, dass er über die gesamte Zeit, wenn der Schlitz übers Bild läuft, hell sind und das Bild belichten können. Und das kann nicht jeder Blitz. Viele Systemaufsteckblitze können das. Da hat man also dann die wenigsten Probleme. Wenn man aber mit Studioblitzgeräten oder Blitzgeneratoren, in meinem Fall Akkugeneratoren, arbeitet, stellt sich die Frage, ist das mit solchen Geräten auch möglich? Ich werde mehrere Geräte testen. Der erste Test heute ist der Test mit dem Broncolor Move 1200L. Das ist ein Akkugenerator, der sehr flexibel ist und der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr genau kontrollierte und kurze Blitzdauerzeiten ermöglicht. Das ist zum Beispiel dann gut, wenn man über kurze Blitzzeiten Bewegungen einfrieren kann. Das Schöne an dem Generator ist, er zeigt mir die Blitzdauer in Sekunden an. Man kann also sehr genau kontrollieren, wie lange der Blitz dauert. Ich habe zum Beispiel bei voller Energie, bei 1200 Joule oder Wattsekunden, eine 375stel Sekunde. Wenn ich die Energie runterfahre, zum Beispiel mal auf 6, das wären 75 Joule,
dann habe ich eine 2620. Sekunde. Und das geht weiter runter bis zur kleinsten Energie des Blitzes. Das sind 4,7 Joule. Da bin ich bei einer 7000. Sekunde. Und das kann ich durch die Speed-Funktion noch auf eine 8500. Sekunde reduzieren. Also dieser Blitz kann kurze Blitzdauern ermöglichen, um damit Bewegungen einzufrieren. Das war das, was ich im ersten Teil erwähnt habe. Was wir aber brauchen, ist genau das Gegenteil. Wir müssen ja für den Highspeed-Sync längere Blitzdauern realisieren. Für diese Funktion benötigen Sie einen Funkauslöser, der die Belichtungszeit der Kamera erkennt. Also ein normaler Funkauslöser oder ein Synchrokabel geht nicht. Sie müssen einen Funkauslöser nehmen, der sieht, dass die Kamera im Highspeed-Modus ist und das praktisch den Blitz dazu zwingt, länger zu leuchten. Wir testen das aus. Im ersten Test habe ich den Original-Blitzauslöser von Broncolor verwendet, der nicht Highspeed-Sync-tauglich ist. Und im zweiten Durchgang eben mit dem Yongnuo Blitzauslöser, der eben in der Lage ist, bei der Canon-Kamera in diesem Fall die Belichtungszeit zu erkennen und auf Highspeed-Sync zu schalten. Wir beginnen mit dem Test bei der größten Energieabgabe des Generators. Das ist eben die 1200 Joule, weil wir dort die längste Leuchtdauer haben und vermutlich auch die besten Chancen, Highspeed-Sync zu realisieren. Ich habe einen Versuchsaufbau gemacht, bei dem ich zunächst unterhalb der Synchronzeit belichte und die Blende ermittle, bei der das Bild richtig belichtet ist. Wir beginnen mit einer 200. Sekunde. Das ist noch innerhalb der Synchronzeit des Blitzes und ermitteln die passende Blende dazu. Danach erhöhe ich nur die Belichtungszeit. Wir gehen also im nächsten Schritt in die 250. Das ist bei der Kamera bereits oberhalb der Synchronzeit, 400stel, 800stel, 1000stel, 2000stel, 4000stel, 8000stel, also bis zum Anschlag die 8000stel Sekunde. Sobald ich die Synchronzeit unterschreite, also kürzere Zeiten verwende, sieht man, dass das Bild gleich erheblich dunkler wird. Das liegt daran, dass zum einen durch die lange Abbrenndauer und natürlich auch physikalisch bedingt durch die Belichtung mit dem Schlitz viel weniger Licht effektiv auf den Sensor fällt, als das bei ganz normaler Belichtung stattfindet. Also dieser starke Helligkeitsabfall mit kürzeren Zeiten als Synchronzeit ist physikalisch bedingt und den muss ich jetzt ausgleichen, um zu beurteilen, ob die Belichtung in Ordnung ist. Wir sehen, dass bei der Energieabgabe von 1200 Joule durchaus eine Highspeed-Synchronisation bis zur 8000stel Sekunde möglich ist. Das heißt, der Blitz kann durch den Funksender dazu gebracht werden, genügend lange abzubrennen. Ich habe jetzt mal den Verlust an Helligkeit auf ein Diagramm aufgetragen, damit wir beurteilen können, wie stark wir heller belichten müssen oder die Blitzleistung eben anpassen müssen, um
die richtige Belichtung zu bekommen. Wir sehen, dass wir, sobald die Synchronzeit überschritten ist, wir also im Highspeed-Modus sind, 4 Lichtwerte oder Blenden verlieren an Helligkeit. Bei einer 800stel Sekunde liegen wir bereits bei 5 Blenden, bei der 2000stel Sekunde bei 6 Blenden und bei der 4 und 8000stel liegen wir bei 7 bis 7,5 Blenden unterhalb der normalen Lichtwerte, die der Blitz abgibt. Das bedeutet, wir müssen im Highspeed-Modus damit rechnen, dass die Helligkeit des Blitzes sehr viel schwächer ist. In unserem Fall ist das aber eher ein Vorteil als ein Nachteil. Der Blitzgenerator kann bei kleineren Blitzenergien nicht mehr Highspeed synchronisieren, weil die Abbrennzeiten einfach zu kurz sind. Wenn wir aber mit voller Energie arbeiten, könnte man zunächst denken, wir haben jetzt zu viel Licht. Das ist aber durch diesen Verlust an Lichtwert oder an Helligkeit, den wir hier in der Tabelle sehen, ausgeglichen und wir können mit relativ vernünftigen Helligkeiten arbeiten. Bei einer 250stel, 400stel Sekunde haben wir ja 4 Lichtwerte. Das entspricht dann ungefähr 60 Joule effektive Energie im Vergleich zu der tatsächlich eingestellten 1200 Joule ist das schon erheblich weniger und reicht völlig aus für Aufhellung. Mein Fazit: Der MOVE 1200L eignet sich sehr gut für Highspeed-Sync, für Aufhellung im Freien mit kurzen Belichtungszeiten. Zusammen mit den Parareflektoren kann man das Licht in seiner Stimmung und seiner Stärke und Fokussierung sehr schön auf die Gegebenheiten anpassen. Man muss eben nur darauf achten, dass dieser Generator ausschließlich bei voller Energie, also 1200 Wattsekunden, im Highspeed-Sync arbeitet. Dann aber, wie gesagt, funktioniert es wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video.